Heute machen wir ein Footies Neymar Prediction SBB. Er sollte heute Abend eine 99er Karte bekommen. Und deswegen machen wir dieses SBB. Cristiano Ronaldo hat schon seine 99er Karte bekommen. Und Lionel Messi hat schon seine 99er Karte bekommen. Als nächstes ist Neymar dran. Und ich hoffe, EA packt diese Karte in die SBCs und nicht in die Packs. Das wäre auf jeden Fall ein richtiger Macher-Move. Und mit dabei ist heute Prones. Was geht? Hey Leute, was geht? Prones ist auch am Start. Oh, ich hätte so übertrieben Bock auf diese Karte. Die wird sich direkt gegönnt. Ihr seht, wir haben noch den Tots Moments bei uns in den Teams, aber das kann sich ändern. Der wird sich auf jeden Fall bei meinen Footies gut einreihen, der 99er Neymar. Aber ehrlich, wenn der wieder auf dem Markt ist, man den am Ende nicht kaufen kann und den niemand hat und so, das ist kacke. Also macht den ehrlich mal so wie vor ein paar Jahren in die SPC rein, das wäre gechillt. Und ja, ich freue mich auf das SBB. Ich habe eine Idee. Jeder, der Neymar in den SBC sehen will, lässt einen Daumen hoch da, Freunde. Lass versuchen, die 10.000 Likes zu schaffen. Und vielleicht passiert dann ein Wunder. EA wird dann nicht so geiermäßig unterwegs sein, sondern tut ihn in die SBCs. Wäre super. Lasst ein kostenloses Abo da. Checkt Dannys Kanal ab. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir können rein starten. Yes. Selbe Formation, selbe Position. Also auch dieselben Karten, die wir raten. Willst du reinhalten? Ja, komm. Ich halte als erstes rein. Das Ding ist, es könnten sogar ähnliche Spieler sein, die wir benutzen. Weil ich benutze auf dem rechten Flügel einen, den hast du schon 5-mal oder so gegen mich benutzt. Weil den hattest du damals in deinem Community-Tots-Pack. Und der ist halt auch Brasilianer. Ich habe den selber noch nie gespielt. Rodrigo. Und im Sturm Karim Benzema. Rodrigo und Benzema. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wen hatte ich noch in meinem Community-Tots-Pack? Ich wusste das gar nicht mehr. Gut, dass du das noch weißt. Der war doch ein Bio-Wert damals, Digga. Dick reingelackt hast du. Ehrlich, aus Community-Pack war schon doll. Aber jetzt gibt es ja sogar Rodrigo Footies, glaube ich, ne? Das stimmt. Okay, ich habe aufgeschrieben Lionel Messi, einen der besten Freunde von Neymar und Pelé. Ich hatte keinen Bock, gegen die Jungs zu spielen, deswegen habe ich die aufgeschrieben, aber ging in die Hose. Nice! Okay, dann schau mal, welche Spieler du hast. Ich habe mich nämlich für ein paar coole Jungs entschieden. Auf der rechten Flügelposition auch ein Spieler, den ich gezogen habe. Nicht aus meinem Community-Tots-Pack, sondern aus dem Icon-Pack. Und das ist Jairzinho. Direkt ein stabiler Link für meinen Neymar. Und dann habe ich noch eine Karte dabei. Ich habe es eben gesagt, sein bester Freund bei Paris ist Messi. Und ich habe mich nicht lumpen lassen. Und ich habe mir Footies Messi gegönnt. Ich habe genau die aufgeschrieben, die ich habe. Man kennt das, wenn wir schon zufällig selbe Formation alles haben, dann muss ich Benzema und Rodrigo aufschreiben, falls sie bei dir auch kommen. Also, Messi da spielt und Jairzinho da spielt. Oh, das ist ein Angriff, Freunde. Da freue ich mich drauf. Das ist super. Freunde, ganz kurze Werbung für meinen Partner Eneba. Denn bei meinem Partner Eneba findet ihr immer die besten Preise für PSN-Karten. Ihr könnt es hier sehen. 50 Euro PSN-Karten für 42 Euro. 100 Euro PSN-Karten für 86 Euro. Und so weiter und so fort. Also, es sind wirklich die besten Preise auf dem Markt. Ihr findet nirgendwo anders bessere Preise. Und deswegen ist das auch mein Partner. Ihr könnt immer in meine Beschreibung gucken. Da poste ich auch, wenn es einen Rabattcode gibt, nochmal einen Rabattcode dazu. Dann gibt es teilweise 50 Euro Karten für 37 Euro, 100 Euro Karten manchmal sogar für 79 Euro, manchmal sogar für 74 Euro. Momentan gibt es aber keine Aktion, aber auch das sind unglaubliche Preise. Also checkt immer meine Beschreibung ab. Wenn da dann ein Rabattcode drin ist, könnt ihr den anwenden. Wenn keiner drin ist, geht ihr einfach über den Link rein und dann kriegt ihr auch so die günstigsten Preise. Einfach auf die 50 Euro Karte klicken, dann seht ihr hier eigentlich immer den besten Preis. Dann könnt ihr auf jetzt kaufen klicken und schon kriegt ihr die PSN-Karte per E-Mail geschickt. Müsst nicht unnötig zu tanken laufen, zum Kiosk laufen, wo auch immer hinlaufen, ganz bequem. Und hier kann man sonst immer meinen Rabattcode WAKES eingeben, abchecken, ob der klappt. Oh, Code abgelaufen, seid ihr zu spät. Jeder, der was kauft, supportet mich natürlich, ist ein Geben und Nehmen, Freunde. Ich gebe euch den krassen Rabatt. Ihr gebt mir ein Stück von eurem Kauf ab, aber kostet euch keinen Cent mehr. Deswegen Dankeschön an jeden Supporter. Es geht weiter mit dem Video. Freunde, stellt euch mal vor, wie geil das aussehen würde, wenn hier jetzt noch der 99er Neymar schon drin wäre. Dann hätten wir 99er Neymar und 99er Messi im Team. Aber jetzt ist es erstmal Zeit, was zu erraten. Ich muss Danny was rauskloppen. Was hast du? Ah, okay. Wo wir gerade bei Footies sind, jetzt kommt mein Footies. Nämlich aus der Premier League holen wir Son ran. Dann kommt ein Brasilianer aus der Premier League, aber den du wahrscheinlich aufgeschrieben hast, weil der hat 10 Karten und 9 davon können nur ZDM. Du weißt schon jetzt wahrscheinlich, wer es ist. Casemiro. Ja, eine Karte kann ZM und genau die habe ich mir dann gegönnt. Ja, und jetzt muss ich noch weiter linken, ein bisschen in der französischen Liga. Ach so, oh. Französische Liga, ich habe Verratti genommen. Oh, ich habe Renato Sanchez aus der französischen Liga aufgeschrieben. Ich habe Tchouaméni aus der La Liga aufgeschrieben und Ronaldinho für die 10er-Position. Das wieder alles behalten. Nice.
Nice. Sehr, sehr, sehr gut. So, dort habe ich Liegen auch schon zusammen. Neymar hat schon gut Chemie. Mal gucken, was du jetzt machst. Ja, das ist bitter. Aber wenn ich jetzt was in der Verteidigung errate, ist das eigentlich relativ gut, dass ich nichts erraten habe, weil dann ist mein Joker noch offen. Ich habe auf jeden Fall auch wieder ein paar coole Jungs dabei. Unter anderem ein Perfect Link, Freunde. Den Perfect Link füge ich als erstes ein und der kommt aus der Serie A von Juventus Turin oder auch Piemonte Calcio in FIFA genannt. Und da habe ich Pogba, Flashback und Rabiot Tots. Zwei super Karten, haben direkt beide zwei Chemiepunkte. Und dann habe ich auf der 10er Position, ähnlich wie du, den Mann, den du im ZM spielst, Verratti. Oh, ey, doch, ich habe ihn. Nee. Ich habe ihn auf meiner Tafel. Ich war kurz traurig, weil ich als ZMAB die Pille aufgeschrieben habe. Aber ja, und dann Verratti als ZM, oder was? Ja, genau. Oh nee, genau. Muss nicht sein. Reingelagt. Das war wieder diese, man schreibt das auf, was man selber hat und es hat schon wieder was gebracht. Wunderbar. Wieso nennen wir auf einmal beide Verratti mit? Es gibt Renato Sanchez, es gibt so viele Spieler bei Paris und beide nehmen Verratti mit, hä? Und das Ding ist, du hättest ja auch im ZM sogar Ginola nehmen können. Der hätte ja auch ZM spielen können, der aus der französischen AB, die Pelé oder K. Es gab schon viele Möglichkeiten, aber man muss halt irgendwo Chemie für Neymar herholen. Soll ich im ZOM den Joker nehmen? Macht er dort Ärger? Ah, ja, komm, ich nehme einfach den Joker. Er zieht durch, Junge. Poker doch eine Runde. Nee. Okay, Torwart steht drin, Außenverteidiger. So, Freunde, die berühmten Außenverteidiger. Danny hat schon was erraten, ich habe noch nichts erraten. Deswegen ist es jetzt Zeit für mich zu punkten. Ich muss ein Treffen erzählen. Das Ding ist, musste irgendwo nochmal auffällig gehen. Wenn die Außenverteidiger jetzt unauffällig wären, hätte ich in der Mitte auffällig gehen müssen. Irgendwas, wo müssten Spieler kommen, die leicht zu erraten sind. Aber ich hoffe halt, dass du jetzt nicht links einen Nuno Mendes hast. Und rechts habe ich noch einen Portugiesen, nämlich Diallo mit seiner Level-Up-Karte. Nein, habe ich natürlich nicht aufgeschrieben. Man schreibt Nuno Mendes immer auf, niemand nimmt ihn mit. Weil man nimmst du ihn mit. Ich habe Fabio für rechts und Kammerwinger für links. Perfekt Link zu Benzema, dachte ich, wäre super gewesen. Ja, Mann. Okay, dann mal gucken, ob ich auch noch was drücke. Ja. Ich muss gerade mal schauen, wen ich habe. Ich weiß, wen ich habe. Ich fange mit dem Rechtsverteidiger an, weil den werde ich vermutlich behalten dürfen. Das ist ein Spieler aus einer weiteren Liga, und zwar die Premier League. Und der Mann heißt Zaha, Shapeshifter. Ich habe mir gedacht, dass irgendein Premium-Shapeshifter, Premium-Footies irgendwas kommt. Der einfach, aber man kann gar nicht auf die kommen. Weil die sind einfach da, die sind wie Icons, die kommen einfach so. Und dann habe ich noch einen Spieler für die Chemie, für Rabiot und Pogba, einfach offensichtlich mit Theo Hernandez Tots gegangen. Naja, das ist ja genauso wie Nuno Mendes, Digga. Ich habe Biragi aufgeschrieben, ich schreibe irgendeinen auf. irgendeinen, der irgendwo unten ist, vielleicht nimmt er den mit auf an der Kamera. Den ersten mitgenommen. Skandal, ja, okay, kannst auch beide benutzen. Okay. Ja, ich muss jetzt aber eintreffen, sonst hast du ein volles Team. Die letzten Positionen jetzt nochmal ein Joker, wird halt gar nicht schmecken, wenn ich den reingedrückt kriege. Deswegen halt mal direkt rein deine Tipps. Ist drin. Okay, ich habe einen Spieler, der ist richtig strong, aber bei dem ich mir fast am sichersten, dass du ihn nicht hast. Naja, weil man sich wieder denkt, den benutzt er jetzt wahrscheinlich nicht. Shapeshifter De Jong. Dann habe ich noch was aus der französischen Liga, das ist halt eine Hero-Karte. Da wird es dann halt jetzt ein bisschen schwierig, ob du vielleicht Marquez aufgeschrieben hast. Ich glaube nicht. Ich könnte theoretisch schon eine Icon benutzen, aber ich kaufe vorweg nicht. Ich habe ohne Icon gebaut heute. Im Tor. Aber wenn das jetzt zum dritten Mal klappt, ne, dass ich mit 4 Paris-Spielern am Ende spielen darf, wäre das so wild. Ich glaube einfach am unauffälligsten ist Donnarumma am Tor. Ich habe Courtois. Ich habe Courtois aufgeschrieben. Militao und Kimpembe. Ja, Mann, es hat echt geklappt. Digga, 4 Paris-Spieler, alles drum und dran. Crazy. Uiuiui. Okay. Wie viel Chemie hast du? 31. Ja, ist krass, ey. Ich dachte echt, du brauchst Benzema-Chemie noch oder so, aber du hast so die ganzen Spieler voll gemacht. Ist Benzema auf 2 Chemie jetzt, ja, oder was? Nö, 3 sogar. Echt jetzt? Ja, weil De Jong Franzosen, bringt ja, ne, in La Liga und Marquez bringt nochmal 2 La Liga. Das heißt, er kriegt 2 über La Liga schon. Ja, und er kriegt 1 über Real Madrid Link. Also ich habe gar keinen anderen Franzosen mehr, okay. Aber so ist er voll. Habe ich nicht dran gedacht, okay. Ja, ich bin auch wieder sehr, sehr offensichtlich gegangen. Es gab ja eine Level-Up-Karte von Kalulu. Die möchte ich gerne spielen, wenn ich darf. Ich brauche gleich Positionsmodifikatoren, Freunde. Dann
brauche ich noch ein League All-Link. Da habe ich mich dann für Todibo entschieden. Und dann brauche ich noch einen Spieler aus der Premier League. Und da gibt es zwei Brasilianer. Und dann habe ich mich für nicht Ederson, sondern Alisson entschieden. Ja, gut, so gut ist die Taktik vielleicht doch nicht ganz nett, das aufzuschreiben, was man selber hat. Ich habe noch Rumor aufgeschrieben. Ich habe diesen Diallo aufgeschrieben, den ich Rechtsverteidiger habe. Ich dachte, den benutze ich vielleicht in der Mitte. Und dann noch Dembélé Shapeshifter, weil der auch ein bisschen unauffällig ist. Also, einen nur am Ende erraten, aber ist auch gut dann, dass ich meinen Joker benutzt habe. Z2M, das kann schon ein bisschen eklig werden. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall coole Teams und wir haben es echt komplett anders fast gelöst. Nur einen Spieler, den beide haben und der hat bei ihm einen von uns gesniped. Crazy. Freunde, wir gehen ins Spiel. Mal gucken, wer hier discarden muss heute. Ich bin sehr gespannt. Ab geht's. So, Freunde, das sind nochmal die Teams auf beiden Seiten. Sieht gut aus bei Danny, weil er ein volles Team hat. Bei mir, weiß ich nicht. Ja, aber stabile Spiele. Joa, mal gucken, was hier heute geht, Freunde. Bin gespannt. Canizares wird vielleicht Weltfußballer nach diesem Video. Wenn er ein paar Tore schießt. Der ist immer gut irgendwie, ja. Der ist wirklich immer gut, ne? Ey! Ja, kann ich auch. Ey! Boah, über außen und so, da magst du das, ne? Schön viel Platz und so. Nein! Hä? Ja. Wie faul? Ja. Mach dir eine scheiß Glotze auf, Schiri. Das war niemals ein Foul. Weißt du, was kommt? Dunder! Komm schon. Wo läuft der hin, mein Außenverteidiger? Oh, da liegt einer. Digga, wo läuft mein Außenverteidiger hin? Das war echt solide gemacht von dir. Da kann man nichts gegen sagen, aber mein Außenverteidiger regt mich richtig auf. In der Mitte, der ist sogar hingefallen da hinten. Junge, Außenverteidiger rennt irgendwie zur Eckfahne. Ich weiß nicht, ob er da einen Döner gesehen hat. Der andere liegt auf Boden, sieht 10 Euro auf Boden. Hä? Schöner Ball. Und Canizares, mein Zehner, verkackt's wieder, Junge. Kann der eine rote Karte bekommen, der nervt. Aber dann gibt's einen Discard. Ja, lass rote Karte machen ohne Discard. Nein, so gut gemacht eigentlich. Oh. Bruder, ich weiß nicht, auf einmal ich hatte Hände von E-Sportler. Umut hat kurz meinen Controller übernommen oder so. Okay. Lauf mal, nimm mal die Beine in die Hand. Lauf einfach mal. Nimm die Beine weiter in die Hand. Schön. Oh, nicht der schon wieder. Oh! Wow. Jetzt check ich, warum du den immer gespielt hast. Wer ist das? Jetzt check ich. Rodrigo. Digga, wie gut. Boah! Was? Alisson! Come on! Was? Doppelt Alisson! Komm, jetzt kommt der nächste. Den kriegt er nicht! Was? Jairzinho! Ja! Stochert den rein, der Nuno Mendes. Oh, ich krieg keinen Pass raus. Geht auch hin! Was ist passiert? Ich habe schon eben Schuss eingeloggt, ne? Er tritt in Luft und dadurch schießt er aber nicht und dadurch kann ich den Pass auf Neymar spielen. Ist das wild. Hey, Danny! Was? Machst du auch immer? Junge! Lass doch, bitte! Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich dir so einen gedrückt habe. Nervt doch nicht! Das fühlt sich geil an, ne? Ja, dieser Gegner arbeitet für Tor und du hast direkt wieder. Ich wusste nicht mehr, dass es noch geht, hä? Hallo? Messi ist immer noch angewählt! Digga! Ich konnte bis jetzt gerade keinen Spieler wechseln, ne? Ich habe L1 gespammt, ich habe Stick gespammt, ging gar nichts. Ich mache Einwurf, Messi bleibt angewählt. Vielleicht, wenn ich so passe? Und dann so schießt! Oh! Boah, sogar grün, 3 Minuten Nachspielzeit schon. Schwierig, Bock. Ja, Keeper's irgendwo. Ja, reicht dann auch. GG's, 2 Discards. Ja, ey, ich hab so geackert, um dieses Tor zu schießen, dann krieg ich direkt einen Anschlussglitch. Hätte ich mich auch sparen können, ey. Komm, lass stecken, 2 Discards machen wir fertig, packen wir ein. GG's. So, Freunde, das Team ist sortiert. Also, wer mir in dem Team wehtut, ist natürlich Messi, natürlich Neymar, natürlich Pogba. Gibt so ein paar Kandidaten, die sehr doll wehtun. Wen nimmst du, Danny? Erzähl. Je, 2 Positionen, 4-3-3, die vierte auch wieder. Ja, selbe Formation, die ich gehabt hätte. Ah, dann nehme ich mal das, wo ich vielleicht ein bisschen was hingestellt hätte. Also ZOM schon mal. Und ich mache noch rechte ZM. Ja. Rechter ZM hättest du dir sparen können, war Alisson. Aber ZOM hast du super getroffen.
ist Neymar Team of the Season. Jedes Mal, wenn du gegen mich gewinnst, nimmst du mir den besten, den Star. Ach, ist zu krass. Das ist wirklich zu krass, was Danny jedes Mal für ein Glück hat beim Diskarden. Hilfe, ich weiß nicht, wie er es macht, aber ich glaube, er ist einfach, keine Ahnung, er ist Genie. So, Neymar, Alisson gehen für einen guten Zweck weg. In der SBC von, ich glaube, das ist Rodrigo oder so. Geben wir ab, die Männer. Hat Danny mal wieder gut gemacht. Es ist nicht Messi geworden, das ist okay. Aber Neymar tut mir auch im Herzen weh, den zu discarden. Schmeckt ungerne, sage ich so, wie es ist. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Check Danny ab. Ich würde sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.